Was, in was für einer Gesellschaft, was für eine Gesellschaft haben wir entwickelt? Was soll denn das? Du bist schon gut genug. Oh, ich reg mich viel zu viel auf gerade. Dominik, ich reg mich viel zu viel auf gerade. Das beschäftigt mich einfach. Das beschäftigt mich wie Sau. Wie so eine krasse Emotion wie Scham, von der wir, du hast es vorhin richtig geil gesagt, Dominik, du hast gesagt, Scham ist so ein Begriff, da denken wir, das betrifft uns so gut wie kaum. Ja, ich schäme mich dafür, wenn ich nackt bin. Mhm. Oder ist irgendwas Belangloses. Ne? Ja, ich schäme mich, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Aber dass Scham wirklich so tief sitzt, so, so krass tief sitzt und so viele Männer und Frauen komplett handlungsunfähig macht. Das hätte ich damals nie gedacht. Nie gedacht. Wir reden ja immer wieder mit Männern, die zu uns kommen, weil sie was verändern wollen. Und uns aber erzählen, dass sie nicht wissen, wie sie beginnen sollen. Und dass es bei anderen ja scheinbar klappt und bei ihnen nicht. Dass andere scheinbar eine Freundin haben. Irgendwie klappt es dann im Gespräch mit Frauen, aber bei ihnen nicht. Und wenn du da mal ein bisschen tiefer gräbst, weil das ist ja unser Ziel, wir wollen dir ja wirklich helfen. Wir wollen dir ja wirklich da raushelfen, dass du nicht nur wieder Licht am Ende des Tunnels siehst, sondern dann auch diesen Weg entlang des Tunnels gehen kannst, um dann auf der anderen Seite Liebe zu erfahren. Und diese krasse Stagnation, die erleben wir nur, wenn es sich um Scham handelt. Also eine dermaßen hohe Form der Stagnation, wo du überhaupt nichts mehr an deiner Situation ändern kannst, weil du überhaupt nicht mehr daran glaubst, dass es änderbar ist, dass das Problem inhärent du bist. Und dass du tun und machen kannst, was du willst. Du bist so hilfreich, auf dich kann man sich immer verlassen. Du bist ein guter Freund für andere. Aber wenn es dann um dich selber geht, da kannst du dir einfach nicht selber helfen. Und auch wenn du um Hilfe fragst, du kannst die Hilfe nicht annehmen. Du kannst einfach nichts ändern. Und das hast du. Wenn du überhaupt um Hilfe fragst. Ja. Ja. Und du hast es vorhin richtig gut gesagt, Dominik. Der Grund ist, weil es scheinbar gar nicht änderbar ist. Es ist ein Teil von dir, das du einfach nicht ablegen oder verändern kannst. Sprich, du bist und bleibst einfach nicht gut genug. Das ist der Gedanke, das ist, was wir denken. Ja, das ist nicht so. Aber das ist, was wir denken. Unsere eigene Handlungsohnmacht entspringt 100% dieser Scham. Und woher kommt sie? Das ist die große Frage. Woher kommt diese große Scham, nichts ändern zu wollen, beziehungsweise nicht mal darüber reden zu wollen? Völlig richtig, Dominik, weil viele wollen ja nicht mal darüber reden, fragen gar nicht erst um Hilfe. Weil das macht ja auch keinen Sinn, oder das macht ja perfekt Sinn eigentlich in diesem Glaubenssatz, gar nicht erst nach Hilfe zu fragen. Weil wenn ich von mir aus denke, also das ist Scham, ja, Scham ist nicht nur damit gemeint, irgendwie, oh, ich schäme mich gerade nackt zu sein oder ich habe gerade was Falsches gesagt, das ist ja peinlich oder so. Ja. Das alleine ist nicht Scham. Scham ist der Gedanke, dass ich per se, egal was ich tue, ich kann nichts daran ändern. Ich per se, wie ich geboren bin und wie ich lebe und so weiter. Das Wesen, das ich bin, das ist schlecht. Und es gibt nichts im Universum, was diesen Fakt verändern würde. Ja. Das ist Scham. Und natürlich, wenn ich dann denke, dass ich schlecht bin, ich fehlerhaft bin, dann ist das ja meine Wahrheit. Und dann komme ich ja gar nicht auf die Idee, dass das veränderbar ist. Das ist ja absolut nachvollziehbar. Aber das ist halt kein natürlicher Gedanke. Also, weil der ist ja irgendwie installiert worden in dir. Du bist nicht damit auf die Welt gekommen. Du wirst wahrscheinlich Geschichten haben
von deiner jüngsten Kindheit, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Onkel, Tanten, Eltern, was auch immer über dich sagen, oh, du warst so ein lebhafter Junge. Das war so schön, dir beim Spielen zuzusehen. Da war nichts von Scham. Mhm. Und jetzt 30 Jahre später, 40 Jahre später, ist es so, dass du denkst, dass egal was du tust, du bist einfach zum Scheitern verurteilt. Du bist die einzige Person im Universum, die keinen Erfolg bei Frauen haben darf, kann, die kein schönes Leben führen kann, darf, was auch immer, weil es unveränderlich ist. Du hast alle Beweise vor dir liegen, du hast alle Beweise gesammelt und die zeigen alle auf diesen einen Fakt, dass du das nicht haben darfst, dass du das nicht haben kannst, weil du fehlerhaft bist. Das ist Scham. Und Scham ist eine Emotion, die ist so niedrig schwingend, dass tatsächlich Depression besser ist als Scham. Der Gedanke, dass nichts und dass du gar nichts tun könntest, oder beziehungsweise, dass du keine Lust auf irgendetwas hast, vielmehr. So, also die Apathie, dass sowieso gar nichts bringt, ist besser als der Gedanke, dass du absolut fehlerhaft bist. Ja, ist angenehmer. Es lässt sich leichter ertragen. Ja. 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 Der Gedanke von Apathie und Depression ist lebhafter als der Gedanke von Scham. Und das ist so verrückt, weil, also das Wort Scham, wir haben auch jetzt im Vorfeld, Anni und ich, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, so sollen wir über Scham sprechen, weil kaum jemand benutzt dieses Wort. Mhm. Wir benutzen eher so das Wort Schuld. So, es ist meine Schuld, das und das. Und Schuld ist tatsächlich eine ganz andere Emotion. Schuld bedeutet, ich habe etwas getan und das war falsch und das ist meine Schuld. So, die Tat ist etwas, was falsch war. Aber Scham ist noch eine Ebene tiefer. Scham ist auf dem Level der Identität. Ich bin falsch. Und die Person, die falsch ist, die tut sowieso falsche Sachen. Egal, was sie tut, alles ist falsch. Aber wenn ich in der Emotion von Schuld bin, dann bin ich nicht unbedingt falsch. Dann ist das, was ich getan habe, falsch, fehlerhaft. Und das ist jetzt auch keine perfekte oder bessere Emotion, die Emotion von Schuld zu haben. Zumal wir dadurch sehr leicht in Gefilde kommen von Selbstgeißelung und von sich selber auslaugen wollen und weil wir, also um das kurz anzureißen, wir hatten es vor, keine Ahnung, vielleicht 20 Folgen mal im Podcast, da haben wir ein bisschen mehr über Schuld gesprochen, aber Schuld ist dann so die Emotion und das auslaugen wollen sich für eine Sache, das können wir uns so vorstellen wie, ich muss ganz hart dafür arbeiten, dass ich Erfolg bei Frauen habe. Ich muss mich ganz viel aufopfern, erst dann habe ich den Erfolg bei Frauen verdient. Ja, Schuld. Das ist die Emotion von Schuld. Ja. Das ist so, ich lauge mich aus, das heißt, ich gebe einen energetischen Aufwand, ich gebe einen Teil meines Lebens dafür, dass ich ein wenig Glück erfahren darf. Und wenn ich das Glück bekomme, ohne dafür hart gearbeitet zu haben, dann ist das nicht richtig, dann wird mir das gleich wieder weggenommen. Dieses Auslaugen wollen ist Schuld. Und beziehungsweise die Schuld zeigt sich dann unter anderem dadurch, wenn uns etwas Schönes widerfahren ist und dann diese schöne Sache wegbricht. Keine Ahnung, du hast eine tolle Frau kennengelernt an einem Tag und hat sie dann doch gesagt, irgendwie per Nachricht, ja, lass uns doch nicht treffen, irgendwie passt mir das doch nicht so. Und du geißelst dich dann selber, indem du sagst so, ach, das war ja klar, ich hätte nicht das und das schreiben sollen. So, das ist Schuld. Würdest du aber sagen so, also im Vorfeld überhaupt sie davon abhalten wollen, dass sie Kontakt mit dir austauscht oder dass, wenn sie dann entsprechend das absagt und du dann sagst, oh, ein Glück, dass ich mich nicht zu früh gefreut habe, zu früh über diese Sache gefreut habe, weil sonst wäre ich ja jetzt ganz, 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 ganz traumatisiert, dass sie mir abgesagt hat, das ist Scham. Also wir glauben nämlich sehr oft so, um das Thema Scham dann jetzt wieder zurück die Kurve zu schlagen. Es ist gut, diesen Unterschied mal genau klar zu machen, weil der ist in der Tat, da können wir den ruhig noch klarer machen, diesen Unterschied, das ist gut. Klar. Genau, dass ich mir gerade den Satz zu Scham dann hier gerade nochmal beenden. Wir glauben nämlich sehr oft, dass wir uns, also allein dieser Satz, freu dich nicht zu früh, der so im deutschsprachigen
Raum so völlig geläufig ist, freu dich nicht zu früh, ist so ein Satz, der extrem in die Scham hineinspielt. Weil wir glauben nämlich, also wir haben diesen unbewussten Glauben, dass wenn wir uns über eine Sache freuen, die uns gerade passiert ist, dass wir dann, also wir spüren dann 100 Freude, also 100 Punkte Freude. Und jetzt ist diese Sache in fünf Tagen fällt diese Freude, diese Sache, über die wir uns freuen, weg. Dann würden wir, weil wir uns 100 Punkte freuen, auch 100 Punkte leiden nach diesen 5 Tagen. Aber, also das mag so sein, vielleicht, keine Ahnung, das ist individuell von Person zu Person. Das heißt, wir glauben dann, damit wir glauben, wir leiden weniger stark, wenn wir uns am Anfang gar nicht so doll freuen. Wenn wir am Anfang schon irgendwie alles kalkulieren, was alles schief gehen kann und uns nur so 10 Punkte freuen. Wir haben nur so Freude von 10 Punkten über die nächsten 5 Tage. Das heißt, wir haben am Ende 50 Punkte Freude statt 500 Punkte Freude und leiden aber trotzdem genauso. Das heißt, wir wissen, dass das Leid nicht weniger wird, nur weil wir uns nicht mehr freuen. Und das ist halt so ein Gedanke von Scham. Wir glauben, dass wir es nicht wert sind. Wir glauben, dass uns das nicht widerfahren darf. Und wenn wir uns zu früh freuen und das weggenommen wird, dann leiden wir umso stärker. Aber wir leiden sowieso darunter. Und das ist halt, wie gesagt, eine individuelle Sache von Situation und Person unterschiedlich. Aber wir würden unserem Unterbewusstsein, unserem Selbstwert, unser Selbstwert viel mehr aufbauen, würden wir uns halt noch viel früher freuen. Also statt zu sagen, irgendwie freu dich nicht zu früh, lasst uns doch lieber sagen, freu dich nicht zu spät. Weil wir schauen dann auf eine Sache gerne zurück und sagen dann so, ach, ich hätte das mehr genießen sollen, als es da war. Ja. Ja. Hättest du. Genau. Hast du aber wieder nicht. Weil du nämlich gedacht hast, dass du es nicht wert bist. Weil du wieder gedacht hast, so, das wird dir weggenommen und dann leidest du zu sehr. Und jetzt leidest du und schaust darauf zurück und sagst so, hätte ich das mal genossen. Freu dich viel, viel früher. Freu dich jetzt schon darüber. Das ist im Prinzip bald zusammengefasst über die fast 100 Episoden, die wir aufgenommen haben. Das ist im Kern das, worüber wir seit fast 100 Episoden hier in diesem Podcast sprechen. Freu dich viel früher, freu dich jetzt schon darauf, wie geil dein Leben morgen sein wird. Und dein Leben wird heute so. Aber hör dir die fast 100 Episoden, die wir jetzt schon haben, einfach nochmal an und mit dieser Brille und dann wirst du das auch sehen. Aber ja, Scham, krankhafte Scham ist die Geißel der Menschheit. Ja, der Gedanke, ich hab's einfach nicht verdient. Gell? Dieses freu dich nicht zu früh, der kommt aus dem, ja, ich darf mich nicht zu früh freuen, weil die Vergangenheit zeigt ja, dass jedes Mal, wenn ich mich gefreut habe, dass ich danach auf die Schnauze gefallen bin. Oder die Gefahr ist da, dass wenn ich mich freue, dann falle ich auf die Schnauze. Deswegen darf ich mich nicht freuen, denn ich kann tun und lassen, was ich will. Es ändert nicht mein Endresultat. So, ich habe vielleicht hier diesen kleinen Erfolg, über den ich mich gerade freuen darf, aber freu dich nicht zu früh, denn dieser Erfolg wird dir blitzschnell wieder weggenommen. Die Realität wird dich wieder einholen und die Realität ist, du bist einfach nicht gut genug. Es ist einfach so, das lässt sich nicht ändern. Das ist der Gedanke, freu dich nicht zu früh. Er unterstreicht den niedrigen Selbstwert, den wir von uns annehmen. Und das ist pervers. Das ist sowas von absurd, dass wir uns selber so wenig selber Wert zuschreiben und es zulassen, dass andere uns solche bescheuerten Sätze in den Kopf pflanzen, schon als kleine Knirpse, dass wir durch die Welt laufen voller Freude und dann kommen da irgendwelche alten Spackos und wollen uns sagen, freu dich nicht zu früh. So, ey, hör auf damit. Hier wird nicht gespielt. Und auf einmal wird uns diese Freude genommen, weil diese Penner so eifersüchtig sind auf unsere Freude, dass sie uns wieder wegnehmen wollen, um uns wieder auf den, in Anführungsstrichen, Boden der Tatsachen zurückzuholen. Welcher Boden der Tatsachen? Oh ja. Boden der bodenlosen Depression, in der 99% von allen anderen stecken? Nein, danke. Nein, danke. Behalt deine scheiß Tatsachen für dich. Also so eine Programmierung, die von klein auf uns schon reingetrichtert wird, die uns sagt, du bist nicht gut genug, du bist nämlich genauso schlecht wie ich. Ob das vom Papa ist, von der Oma, von den Lehrern, von wem auch immer.
Ich habe das ja schon mal, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich war ja auch in der Bundeswehr. Ich habe mir so den Arsch aufgerissen in diesen 2 Jahren. Ich war im Jägerbataillon. Ich wollte nicht einfach nur irgendwas machen, sondern ich habe mir gesagt, ich habe es mir gut überlegt. Ich habe gesagt, hey, wenn ich schon zur Bundeswehr gehe, dann will ich Soldat sein. Wenn schon, denn schon. Also habe ich mich informiert, okay, kämpfende Truppe, Jägerbataillon, okay, die wird in der EUBG, EU Battle Group, werden die auf Standby sein, die wird auch gebraucht. Okay, mache ich. So, muss ich länger dienen? Mache ich gerne. Und dann habe ich mir Mühe gegeben und hab mir den Arsch aufgerissen. Von den 130 Leuten, die wir am Anfang waren, waren zum Schluss nur noch ein paar 20 übrig, nach der Grundausbildung, nach den ersten 3 Monaten. Und selbst unter diesen paar und 20 war es nur die Hälfte, die auch wirklich alles gemacht hat. Und dann gab es diesen Tag, wo wir dann dafür geehrt wurden und unsere Infanterielitzen bekommen haben, die grünen Litzen, also dieser kleine Stoff, der dann auf deine Schultern gesetzt wird. Und nur diejenigen, die halt nie krank waren, die alles mitgemacht haben, haben die verliehen bekommen. So. Und mein Kumpel Norman und ich standen dann da und bam, wir haben die von unserem Feldwebel und unserem Leutnant verliehen bekommen. Wir waren so stolz. Das war einer der geilsten Tage meines Lebens. Fast forward, ein paar Monate später, ich war dann in der Stammeinheit und komplett andere Erfahrung. Dort haben alle Vorgesetzten ihr Leben so gehasst, dass sie uns nicht mal in die Augen schauen konnten. Sie haben sich selber so gehasst, dass sie versucht haben, ihren Selbsthass auf uns zu, also uns mit reinzuziehen. Weil sie gesehen haben, wie da halt ein paar motivierte junge Männer gekommen sind, die Lust hatten. Und sie haben gedacht, nee, das darf hier nicht sein. Wir müssen denen den Elan und das Feuer nehmen. Wir haben so viel extra gemacht. Mein Kumpel und ich, wir sind ständig auch in unserer Freizeit rausgegangen, marschieren gegangen, Sport gemacht, Übungen gemacht. Das wurde alles nicht gerne gesehen, weil die wollten uns lieber einfach nur auf der Stube hocken sehen wollen und irgendwas putzen oder einfach nur warten auf Abruf, rumnölen, nichts machen, keine Soldaten sein. Und einmal war ich, da war die, muss man fairerweise sagen, habe ich die Geschichte schon mal im Podcast erzählt, Dominik? Oder noch nicht? Ich will euch nicht langweilen. Nee. Okay. Einmal war die Hälfte der Kompanie auf Übung. Und die andere Hälfte war in der Kaserne. Und ich war in der Hälfte, die in der Kaserne war. Und deswegen, das ist einfach nur eine Info, dass ihr Bescheid wisst, dass ich nicht der Krasseste bin, sondern ich hatte einfach auch Glück, dass ich nur gegen die Hälfte der Kaserne antreten musste. Was war? Wir haben wieder diesen 30-Kilometer-Marsch gemacht, den gab es immer wieder. Und üblicherweise war ich unter den Top 10, irgendwie innerhalb der ersten Gruppe. So, ich war nie der Erste, aber ich war immer unter den Ersten irgendwo. So ich weiß nicht, was da der Rekord immer war, 3,5 Stunden oder sowas. Und an diesem einen Tag, wo nur die Hälfte da war, 60 Leute etwa, war ich der Erste. Und mein Gruppenführer, mein Feldwebel war derjenige, der von allen die Zeiten aufgeschrieben hat, als wir wieder in die Kaserne reingekommen sind. Und er konnte mir nicht mal ins Gesicht schauen. Er hat mich einfach nur angeschaut. Ja, Ratti, okay, zack, bam. So, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist mein italienischer Nachname. Einfach mal ins Impressum gucken bei uns, dann wirst du das auch erfahren. Ist kein großes Geheimnis. Und er konnte mir nicht mal in die Augen schauen. Mein eigener Gruppenführer. Kein Wort des Stolzes, kein Wort von, hey, gut gemacht, jawohl, voller Unterstützungszug, nix. Und das war einfach so sinnbildlich für diesen Selbsthass, den sie selber gefühlt haben, dass sie gedacht haben, so, das kann nicht sein, dass hier die anderen uns vor der Nase wegrennen und mehr Elan haben als wir müssen den Elan zerstören. Das war bestimmt kein bewusster Gedanke, das war irgendwas Unterbewusstes, aber davon gibt es viele Menschen da draußen. Viele Menschen, die so enttäuscht sind, klar, dass sie selber nie das Leben gelebt haben, das sie leben wollten. Ich sage es ja auch immer wieder. Ne? Ronnie Ware, die das Buch geschrieben hat, The Top 5 Regrets of the Dying, was sterbende Menschen am meisten bereuen. Das ist das Nummer 1 Ding, was Menschen am meisten bereuen. Ich wünschte, ich hätte ein Leben nach meinem eigenen Design gelebt und mir nicht von anderen sagen lassen, was ich tun oder lassen soll. Das ist der Nummer 1 Punkt, den Leute bereuen, wenn sie sterben. Nummer 1. Warum wohl? Weil das 99% der Menschen genauso machen. Sie lassen sich von anderen sagen, was sie können und nicht können, ob sie gut genug sind oder nicht gut genug sind, und sie trauen sich nichts,
Weil sie das einfach programmiert bekommen haben. Von außen, immer wieder von außen. Du bist nicht gut genug, du bist genauso wie wir. All die Sätze, die dein Leben zerstören, all diese Gedanken, die dein Leben zerstören, die dich schön deine unten... deine Träume zerstören, ja. Die dich schön unten, bleib mal auf dem Teppich. Dieser Bullshit. Und dann ist es kein Wunder, dass wir uns so schämen, wenn wir sehen, wie andere Männer, andere Frauen, es irgendwie hinkriegen und Liebe finden und Beziehungen führen. Oder noch schlimmer, jemand verhält sich wie ein, in Anführungsstrichen, Arsch und schläft einfach nur mit Frauen. Wir wissen natürlich nichts mehr darüber. Also wir wissen nicht, ob diese Affären, die er hat, oder diese Abenteuer, die er hat, ob er wirklich ein Arsch ist, ob er diese Frauen ausnutzt oder ob das im gegenseitigen Einverständnis passiert ist, das wissen wir nicht. Wir sind, wenn wir das dann beobachten, wenn wir selber so im Mangel sind, sind wir voller Neid und sagen, naja, er muss ja ein Arsch sein, weil anders macht das ja gar keinen Sinn. Denn meine Identität, ich bin ja ein hilfsbereiter Mann, auf mich kann man sich verlassen, ich versuche ein guter Kerl zu sein. Und bei mir klappt es nicht. Ergo muss er ja das Gegenteil sein, wenn es bei ihm klappt. Dann sind wir so verärgert, wenn wir dann einen guten Freund haben, von dem wir auch denken, dass er ein guter Kerl ist. Und dann klappt es bei ihm auch noch. Das heißt, es klappt bei dem Arsch und es klappt bei meinem Kumpel, der ein guter Mensch ist. Aber bei mir nicht. Okay, dann stimmt mit mir grundsätzlich was nicht. Dann habe ich ja gar keine Chance. Dann kann ich es komplett aufgeben. Und das ist so ein fataler Gedanke, für den du nichts kannst. Und danke nochmal, Dominik, dass du mich da auf diese Fährte vorhin gebracht hast. Dass es ganz wichtig ist, dass wir das hier jetzt auch so sagen. Dass du dafür nichts kannst und deswegen direkt deine eigene Handlungsfähigkeit dir selber abschreibst und sagst, ich kann nichts ändern. Es ist eh nicht änderbar. Also Hut ab für alle Menschen, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf eure schwachsinnigen, limitierenden, kleinhaltenden Meinungen. Ich pack das. Und wenn ihr denkt, ich bin komisch, weil ich ein Coaching mache oder weil ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige oder weil ich auf Chakra-Seminare gehe, oh, das ist doch peinlich. Ihr könnt mich alle mal. Ich will einfach ein geiles Leben haben. Und wenn ihr das nicht verstehen wollt, wenn ihr mich klein halten wollt, dann seid ihr nicht meine Freunde. Dann seid ihr einfach nicht meine Leute. Und das ist krass, dann auch wirklich sich zu verabschieden von denjenigen, die du dein Leben lang kanntest, aber die dir vielleicht dein Leben lang auch nicht wirklich gut getan haben. Ich habe gerade eine Reportage gesehen vom WDR über solche Chakra-Seminare, so Persönlichkeitsentwicklung. Und eine der größten Sorgen dabei ist ja auch, dass das, da bin ich dann bei einer Sekte gelandet. Ne? Oh je, das hat schon irgendwie was Sektenhaftes, wenn dann alle im Seminarraum sind und sich selber bejubeln und feiern, schnell weg. Und ich frage mich, was zum Teufel ist mit uns passiert, dass wir es komisch finden, wenn Menschen sich selber feiern? Unfassbar. Absolut unfassbar. Eine Sekte wäre, wenn wir den Sektenführer anfeiern. Wir sagen, du bist so toll. Mhm. Oder wenn wir die Religion als, oh, diese Religion ist die einzig wahre. Aber darum geht es doch ich war nicht in all diesen Workshops. Ich war in ein paar von den Persönlichkeitsentwicklungsseminaren. Einigen, aber nicht allen. So, es kann schon sein, dass bei manchen das so ist. Aber in allen, wo ich war, da wurden die Menschen selber gefeiert. Also, ey, feiert euch. Ihr seid tolle Menschen. Feiert euch selber, gebt euch High Fives, ne, umarmt euch mal. Es ist okay, ihr dürft auch weinen, ihr dürft auch Emotionen haben. Da wird das Individuum gefeiert. Du feierst dich selber. Also was hat das dann, also wo ist da die Gefahr, dass du dich irgendetwas verschreibst? Wem verschreibst du dich denn? Du verschreibst dich selber einer Reise zu einem selbsterfüllenden, nicht mehr so limitierenden Leben. Das ist doch etwas Gutes. Du löst deine Programmierung auf. Ja, unglaublich. So traurig. Also, wir,
wir glauben sehr oft so dieses, also eben weil dieses sich selber feiern, weil das so, das ist ja so komisch, oh, das ist ja, das macht man nicht. Das finde ich schon ein bisschen komisch, ob das alles da mit rechten Dingen zugeht. Wir glauben anscheinend in unserer Gesellschaft, dass all die negativen Gedanken, die wir über uns haben, ich kann das nicht, ich bin schlecht, keiner mag mich, dass die wahr sind. Warum? Nur weil die sich so wahr anfühlen, weil die so negativ sind? Nur weil du eine negative Emotion hast, ist die jetzt wahr? Nur weil du einen negativen Gedanken, ein negatives Selbstbild über dich hast, ist das jetzt wahr? Was für ein Bullshit. Ja, danke dafür. Das positive Selbstbild, was du über dich hast, der positive Gedanke, die positive selbstwertförderliche Interpretation, die du über eine völlig neutrale Sache hast. Alles im Universum ist neutral, bis wir ihm eine Bedeutung geben. Ja, also etwas passiert dir, etwas passiert in deiner Umgebung und deine Interpretation darauf ist ja zum Beispiel eine selbstwertförderliche. Du fühlst dich gut dabei, wie du diese Sache interpretierst. Und das ist jetzt schlecht, oder was? Was für eine Gesellschaft haben wir entwickelt? Was soll denn das? Unfassbar. Und natürlich machen dann irgendwelche Leute eine Reportage darüber, damit bloß nicht Leute sich besser fühlen. Das ist doch unfassbar. Das ist doch unglaublich. Das Bestreben des Menschen seit jeher ist es, eine bessere Welt für unsere Nachkommen zu erschaffen. Seit jeher. Und da gibt es aber immer wieder solche Spackos, die dann das verhindern wollen. Die dann sagen wollen, die dir dann wieder dein Potenzial nehmen wollen, deine Fähigkeit, dich zu entwickeln, nehmen wollen, deine Selbstbestimmtheit nehmen wollen. Das darfst du einfach nicht zulassen. Das ist der wahre Feind im Prinzip. Nicht die Menschen, die das machen. Nicht die Menschen, die das machen. Die wissen es nicht besser, ja? Also wir handeln alle nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, das ist es ja. Aber diese Strömung von jemand will dir deine Selbstbestimmtheit wegnehmen. Jemand will dir das wegnehmen, was dich zu dir macht. Jemand will dir deine Individualität wegnehmen. Das ist das. Das ist der Feind deines Selbstwertes. Das ist der Feind deines wahren Selbst. Und das darfst du nicht zulassen. Ja. Das wird dann auch der Grund sein, warum du dann mit 130 Jahren, wenn du auf dem Sterbebett liegst, sagst, hätte ich mal nicht auf das gehört, was mir alle eingetrichtert haben, sondern mehr auf mein Herz. Überraschung. Ja. Gut, dass du das mit reinbringst, gell? Dass die anderen da auch nichts dafür können. Das ist ja das absurde, perverse an der ganzen Sache. Keiner kann was dafür, was ihm oder ihr in der Krippe an Gedanken und Mindsets und Meinungen über sich selber eingepflanzt wurde. Das wurde uns von außen gegeben. Deswegen in erster Linie, um aus dieser Scham rauszukommen, um jetzt nicht zu detailliert zu werden, aber aus der Scham rauszukommen, diese, wo du denkst, dass du eh nichts ändern kannst, weil du nicht gut genug bist, da darfst du ruhig erkennen, dass es nicht deine Schuld ist, dass du diese Gedanken überhaupt hast. Da darfst du erkennen, dass es andere waren, die dir diese Gedanken eingepflanzt haben. So. Und es ist auch okay, sauer zu sein, so wie ich gerade sauer geworden bin. Das ist auch okay, weil dann bist du wenigstens, dann siehst du wenigstens, wo das Problem ist. Und dass das Problem nicht die unveränderbare Essenz deiner selbst ist. Nein, die ist heilig, die ist wunderschön. Wenn du ein guter Mensch bist, der versucht, für andere da zu sein, dann bist du Teil der Lösung. Der Gedanke, dass du nicht reichst, dass das nicht gut genug ist, der kommt von außen. Der ist nicht ein Teil von dir. Und bei denjenigen, die ihn dir eingepflanzt haben, kommt der auch von außen. Im nächsten Schritt also, wir dürfen nicht hängen bleiben auf der Wut jetzt, weil das ist immer das Nächste. Du hast halt im Internet, siehst du
hauptsächlich nur zwei Dinge. Du siehst die Leute, die sich beschweren und die sagen, die anderen sind schuld. Und du siehst diejenigen, die, die was draus machen, aber trotzdem voller Verachtung und Gegenreaktion sind. Trotzreaktion. Ja, dann brauche ich Frauen nicht. Und okay, dann nutze ich Frauen nur raus. Und oh, ich werde mein Leben lang nur noch Gigolo sein und Player sein. Und ich brauche nur noch Kohle und dann wird das schon. Und kriegst du die ganzen Mädels. Also das ist beides nicht anzustreben. Das ist beides nur eine Trotzreaktion auf das Elend, das du spürst. Lass uns doch. Das ist die Überkompensation. Ja, genau. Von so, ich bin ohnmächtig. Ich war mein ganzes Leben lang ohnmächtig und jetzt merke ich, dass ich was verändern kann. Dann rutschen wir halt ins andere Extrem und einfach weil wir dann merken, dass wir ganz lange zurückgehalten wurden, wer auch immer dann wir glauben, daran schuld ist, diese Entität hat uns zurückgehalten. Und dann wollen wir natürlich so einerseits die Zeit wieder gut machen, die wir verpasst haben, in Anführungszeichen, aber auch dann natürlich so, weil wir verletzt wurden, wollen wir jetzt andere verletzen. Ne? So verletzte Menschen verletzen Menschen. Das, wir sagen dann so, die Frauen, die haben uns so, die haben uns Männer so manipuliert die letzten 3000 Jahre. Und deswegen ist jetzt die Zeit der Männer und ich werde die ganze Zeit jetzt Frauen so und so behandeln. Das ist halt so Überkompensation. Und das ist halt einerseits Teil der Heilung, aber es gibt eine ganze Menge Menschen, die so lange darin stecken bleiben. Ja. Und wenn wir sowas sagen, ich meine, ich habe ja ab und zu auch Videos gemacht über Red Pill und ich spreche ja immer wieder über dieses ganze Alpha-Gedankengut, Alpha-Gedöns, Sigma-Bullshit, weil das ist genau das, das ist ein Schritt weiter als diese komplette Selbstaufgabe. Weißt du, wenn du denkst, du bist scheiße, wenn du denkst, du bist nicht gut genug, dann ist es natürlich ein bisschen wohlfühlender, zu denken, ah nee, so kacke bin ich gar nicht, die anderen sind, sie haben es nicht gecheckt und so läuft das Spiel und so muss man durch die Matrix durchschauen und du musst dir nehmen, was du willst und darfst dich nicht verbiegen für andere. Und da drin stecken auch ein paar Wahrheiten, natürlich, darfst dich nicht verbiegen für andere, ne? Natürlich, so, wir versuchen ja ein Win-Win herzustellen. Aber genau da gibt es, das ist mein Punkt, da gibt es einen Schritt weiter. So, diese Männer, die bleiben halt, die konnten davor nur krabbeln und dann hat ihnen jemand ein Dreirad geschenkt. So, oh geil, jetzt kann ich eigentlich Dreirad fahren, jetzt bin ich ein Alpha. Und die verstehen nicht, dass man die Stützräder ablegen muss, um überhaupt wirklich Fahrrad fahren zu lernen, um die nächste Stufe zu erreichen. Und die nächste Stufe vom Nice Guy und dann zum Arsch, die nächste Stufe ist eben der gütige König. Das ist der Mann, der verstanden hat, dass er extrem empathisch sein kann und dass das auch eine Stärke ist, dass seine Verletzlichkeit eine Stärke ist, dass er sich aber nicht erlauben wird, dass andere auf ihm rumtrampeln können und dass er auch Grenzen aufsetzen kann, wenn das nötig ist, wenn es nötig ist. Nicht einfach nur um des Grenzenaufsetzens willen, sondern wenn es nötig ist. Aber er setzt die Grenzen nur deswegen, damit er einen sicheren Raum erschaffen kann, in dem andere blühen können, in dem andere sich wohlfühlen können, in dem er gütig sein kann, in dem er für andere da sein kann und sich gemeinsam mit anderen emporheben kann. Das ist der gütige König und er hat alles schon in sich. Der versteht, dass er voll ist, voller Liebe, voll ist, voller Mut und dass er all das nur in sich rausbringen muss. Einfach nur aus sich heraus. Das ist alles schon in dir. Ist auch wirklich bei jedem von euch, jedem Einzelnen schon längst in dir drin. Deswegen ist es ja so crazy. Deswegen ist es ja so crazy, auch diese Gedanke nochmal zurückkommen zur Reportage und Sekte. Da sind wahre Worte drin. Da sind wahre Worte drin gewesen in dieser Reportage, wie du halt erkennst, ob irgendwelche Coaches dich über den Tisch ziehen wollen. Und eine von diesen Gedanken ist, du solltest unbedingt darauf achten, ob der Coach und du oder die Philosophie des Coaches und du gemeinsam ein Ziel habt oder ob er quasi sagt, ja, du bist noch nicht gut genug, du bist immer noch nicht so weit, dir fehlt noch das, du musst immer weiter daran arbeiten, das ist noch nicht gut genug, du bist noch nicht Alpha genug oder du bist noch nicht hier männlich genug, so an deiner Männlichkeit müssen wir noch viel weiter schrauben. Oder welche Punkte auch immer einfach noch nicht gut genug sind. Das ist ein Fass ohne Boden. Und da habe ich gedacht, das stimmt.
Weil dann, und viele Leute, die dann in diese Coaching-Schienen reingekommen sind, die haben dann angefangen, Geld auszugeben und noch mehr Geld auszugeben, noch mehr Geld auszugeben, weil sie gedacht haben, ich werde einfach nie gut genug sein. Ich bin jetzt nicht gut genug und der hat eine Lösung, wie ich besser werde. Und dann, okay, jetzt bin ich besser, aber ich bin immer noch nicht gut genug. Und dann zahlen sie mehr und zahlen sie mehr, zahlen sie mehr. Und es ist wie eine Droge. Und zum Schluss haben sie halt super viel Geld in irgendwas gesteckt, wo sie einfach nie gemerkt haben, dass sie wirklich vorwärts kommen, weil sie sich am Ende genauso gefühlt haben wie am Anfang. Sie haben sich am Ende genauso gefühlt wie am Anfang. Das ist der springende Punkt, mein Lieber. Sie haben am Anfang gedacht, ich bin nicht gut genug. Ich muss mehr Alpha sein oder ich muss meine Sankaras auflösen oder meine Traumata auflösen. Und jetzt, 3 Jahre später, fühle ich mich immer noch nicht gut genug. Und bitte, realisier, du kannst die Uhr zurückstellen. Schau dir die YouTube-Videos von uns an, von vor 5 Jahren, von 6 Jahren, von 7 Jahren. Ich sage die ganze Zeit dasselbe. Du bist schon gut genug. Oh, ich reg mich viel zu viel auf gerade. Dominik, ich reg mich viel zu viel auf. Das ist verständlich. Es ist verständlich, also mir geht's doch genauso. Das Beispiel im Prinzip, was du gerade gemacht hast, ist ja so, wir kennen das vielleicht aus der Schule. Irgendwie, wir kriegen einen Mathe-Test zurück und der Lehrer schaut die Klasse ganz enttäuscht an und sagt so, ja, wir müssen jetzt den Notenspiegel ein bisschen anpassen, weil ihr seid, also sonst wären irgendwie 60% durchgefallen. Und mein Gedanke war immer dann so, wieso sind wir durchgefallen? Du bist durchgefallen. Du als Lehrer bist durchgefallen. Du hast es uns nicht vernünftig beigebracht, anscheinend. Ja, so, smart. Und das ist dann so, also ist halt auch nicht richtig. So ist halt ein anderes Extrem. Aber, weil das ist Kommunikation. So, es hat mit anderen, immer wenn wir was mit einem anderen Menschen zu tun haben, wenn wir mit anderen Menschen interagieren, ist das Kommunikation. Und sowohl der Sender als auch der Empfänger sind beides Teile der Nachricht. Ne? Also das heißt, wir als Schüler hätten uns mehr anstrengen können, aber auch er als Lehrer hätte sich mehr anstrengen können. Was halt falsch ist, ist halt zu sagen, du bist schlecht. Ja. Und das ist das halt so, dann zu sagen irgendwie, du hättest dich mehr anstrengen müssen. Ach, guck mal, dir fehlt jetzt noch ein bisschen Männlichkeit. Und dann also würden wir das sagen, also euch fehlt würden gar wir das sagen, das euch fehlt gar das, das würde sich nichts, doch ex- ja, Entschuldigung, Dominik. Ja. Wir würden doch dann über uns sagen, so dass wir unserem Ziel, erstmal, dass wir unserem Ziel nicht gerecht werden, euch dabei zu helfen, dass ihr euch besser fühlt und dass ihr ein besseres Leben führt. Und vor allem, wir würden euch eine ganz krasse Wahrheit vorenthalten und damit entsprechend auch unserem Ziel nicht gerecht werden. Und zwar, dass ihr schon gut genug seid. Ja. Das Ding ist halt nicht, dass ihr Neues lernen müsst, weil das ist, wie gesagt, wie Andi gerade gesagt hat, ein Fass ohne Boden. Wann habe ich denn genug gelernt? Das ist ja halt dann niemals genug. Das ist Perfektionismus. Damit füttern wir das ja noch mehr. Das Ding ist, du bist schon gut genug. Du bist schon gut genug. Wir dürfen Sachen vergessen, verlernen, die wir gelernt haben, die für uns nicht richtig waren. Die uns indoktriniert wurden. Nicht, weil das jemand böse meinte, sondern weil es vielleicht so zeitgenössisch gerade war. Zum Beispiel, unsere Eltern mussten oder haben vielleicht noch, sind noch aufgewachsen, schulisch mit dem Gedanken, dass Soldaten erschaffen werden mussten. Und die wurden dann halt auch gedrillt in der Schule. Und das hat für ganz viele Traumata verursacht. Die wurden dann auch zu Hause genauso gedrillt. Das hat dann dazu gesorgt, dass zum Beispiel mein Vater, der wird jetzt 70 dieses Jahr, der hat jetzt erst vor ein paar Jahren, nicht mal eine Handvoll Jahren, angefangen, sich emotional öffnen zu können. Davor hat er alles in sich reingefressen. So, und Das sorgt dann natürlich auch dafür, dass wir dann als unsere Generation, die dann damit aufwächst, natürlich keine Nähe zu unserem Vater aufbauen kann, was dann da wieder dafür sorgt, dass natürlich die Mutter eine große Rolle in unserer Erziehung spielt. Das ist jetzt alles ganz einfache Küchentischpsychologie. Ja, dafür braucht man keinen psychologischen Abschluss und was auch immer. Dass unsere Mutter eine ganze Menge Aufmerksamkeit von uns zieht oder vielleicht wir die Aufmerksamkeit sehr auf sie legen. Und aber unsere Mutter hat halt aber in einer bestimmten Phase in unserem Leben nicht mehr die Bedeutung für uns und das weiß sie auch intuitiv und zieht sich dann natürlich dann auch mal mehr weg oder entsprechend zieht sich halt nicht mehr weg, was dann zu Muttersöhnchen führt.
auf der anderen Seite führt es dann dazu, wenn sich die Mutter dann wegzieht und wir dann keine Vaterfigur haben, dass wir uns dann als Jungs aufgeschmissen fühlen, dass wir niemanden haben, der uns das andere Geschlecht erklärt. Und dass wir uns dann extrem aufgeschmissen fühlen, 20 Jahre später. Es ist, also das ist ein Kreislauf von krankhafter Scham, von allein dem Gedanken, nicht gut genug zu sein. Und es ist an uns jetzt langsam mal, es ist 2024, dass wir diesen Kreislauf mal langsam und vielleicht viel schneller auch mal durchbrechen können. Ja, Mann. Ja, Mann. Nicht nur ihr Männer, nicht nur du, nicht nur ich, nicht nur Dominik, so, nicht nur ihr seid gut genug und da ist nichts verkehrt. Manche Fertigkeiten wie Flirten, die kann man lernen. Das ist nichts anderes wie irgendeine andere Fertigkeit, wie Zimmern, Tapezieren, die Regeln von Cluedo. So, das sind Dinge, die kann man lernen. Und dann kann man mitmachen, mitspielen. Und es ist wirklich ein Spiel. Das darf halt Spaß machen. Deswegen reden wir auch von Flirten, weil das Ganze darf ja Spaß machen. Und es macht unglaublich viel Spaß, wenn du das aus deiner eigenen Kompetenz heraus verstanden hast, dass du schon immer das in dir hattest, dass du es kannst. Und nochmal ein Wort zurück zu den anderen, den Gedanken will ich noch fassen. Die anderen, die dir das sagen, und wenn ich da solche Videos selber auch mache, wo ich über Alpha und Red Pill und so Zeugs rede, und ich sage, das sind verletzte kleine Kinder. Verletzte kleine Jungs. Dann hat einer mal kommentiert, richtig liebevoll von dir, Andi, du beleidigst andere als kleine Kinder. Das ist nicht, was ich meine. Ich meine das nicht als Beleidigung. In uns allen stecken unsere verletzten kleinen Versionen von uns selber, die dann rebellieren, wenn wir nicht geliebt werden, wenn wir nicht gehört werden, wenn wir nicht respektiert werden, wenn wir nicht gesehen werden, wenn wir nicht wahrgenommen werden, für wer wir wirklich sind. Und das ist die rebellierende kleine Form, die sich auch im Erwachsenen noch äußert. Das ist der verletzte kleine Junge. Und der handelt aus Trotz. Und ich sage das nicht, um zu beleidigen. Ich sage das nicht, um zu sagen, dass er der Feind ist. Sondern da müssen wir eine klare Unterscheidung treffen. Männer, der Feind ist nicht der andere oder die andere. Es ist nicht der andere Mensch. Es ist nicht der Arsch. Es ist nicht deine Eltern. Es ist nicht die Lehrer. Es ist auch nicht Frauen. Es ist nicht das System. Es ist nicht Hypergamie oder was auch immer. Der Feind ist der Gedanke der Angst und des Nicht-Gut-Genug-Seins. Und dieser Gedanke ist leider übertragbar. Und genau da müssen wir irgendwann sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Den Gedanken, den will ich nicht in die nächste Generation tragen. Die anderen, die haben ihr Bestes gegeben, aber da reingrätschen noch zu dem Gedanken, so, dass eine andere Person der Feind ist. Das ist eine super Alarmleuchte, die wir in unserem Kopf installieren können. Immer dann, wenn wir hören, dass irgendeine Gruppe, irgendeine Person der Feind ist, ist das die Alarmglocke, die angehen kann, weil das ist niemals der Fall. Ja. Das ist immer das ist immer falsch. Das ist immer falsch. Weil wenn wir wirklich den anderen verstehen würden, also mit ihm uns hinsetzen, würden wir ihn verstehen und könnten auch Lösungen gemeinsam ausarbeiten, helfen und wir könnten auch geholfen werden, wenn man das so sagt. Wahrscheinlich nicht. Aber dieses Schema von der andere ist der Feind, ist Machiavelli, teile und herrsche. Da sind immer andere Interessen im Spiel. Ja. Triff finde deine eigene Wahrheit dahinter. Und um als kleiner Wegweiser dazu, die Wahrheit ist wahrscheinlich eher nicht geteilt werden, sondern Verbindung. Ja. Brücke statt Mauer. Ja, Liebe. Deswegen ja, Liebe. Vergebung, schöner Begriff, den du vorhin auch genannt hast, Dominik, Vergebung, dass wir uns selber vergeben für die Dinge, die wir getan haben, die wir nicht besser wussten,
dass wir aber auch den anderen vergeben, dass sie uns diese Dinge eingebläut haben, weil sie es nicht besser wussten. Ja. Und bevor du sagst, okay, Andi, ja, die anderen sind nicht schuld, das System ist aber schuld, und dann kommst du mir mit Gedanken von Hypergamie und dem Zeugs, ich will da gar nicht erst wieder anfangen, aber weißt du, das ist einfach, das ist die nächste, das ist diese, die unterste Stufe ist, ich bin komplett unbeweglich, ich kann nichts an meiner Situation ändern, ich bin nicht gut genug. Die Stufe darüber ist, okay, ich bin eigentlich gut genug, aber das System ist kacke oder andere sind kacke, die sind schuld. Und da bist du dann noch gefangen. Wenn du sagst, ja, aber Andi, Hypergamie, dann bist du genau da gefangen. Dann sagst du, ja, ja, aber das System, das ist, das befürwortet immer nur die Gutaussehenden und die mit einem guten Kiefer und vollen Haaren oder die über 1,80 groß sind oder was weiß ich. Dann bist du da drin gefangen. Die Stufe da drüber ist zu sagen, hey, ich bin nicht perfekt. Und das ist auch okay. Aber ich brauche auch nicht Perfektion in meinem Leben. Die Richtige, die sucht auch nicht den perfekten Mann, der 10 Milliarden auf dem Konto hat. Die sucht auch nur jemanden, das ist doch dieser schöne Song von Coldplay. Wie geht der, Dominik? Coldplay und Chainsmokers. Ich als der größte Coldplay-Fan. Er singt... don't wanna, also irgendwie, ich will nicht den Ritter haben, ich will nicht den reichen Typen haben oder sowas, I just want someone just like this. Also jemand, der so ist wie du. Just someone just like this. Du. Bevor wir jetzt hier einen Copyright Strike kriegen, weil ich so gut singe. Mhm. aber das ist es, was wir wollen. Wir wollen jemanden haben, mit dem wir uns zusammen nachts hinkuscheln können. Und draußen regnet es und schüttet es und wir sind zusammen. Und uns geht es beiden manchmal schlecht. Aber wir dürfen es gemeinsam erleben. Die tiefen Seiten, wie auch die schönen Seiten. Und leider funktioniert das Internet nicht anders, dass halt das Reißerischste gewinnt. Das Reißerischste wird angeklickt. Das Reißerischste kriegt die meisten Views. Und deswegen gibt es halt am meisten so solche Propaganda, solche negativen Berichterstattung ist das falsche Wort, aber solche negativen Darstellungen, dass die Schuld immer bei den anderen liegt, bei der anderen Seite oder im System. Und hey, es gibt Dinge, die können wir am System und an der Gesellschaft verbessern. 100%. Immer. Und da können wir alle dazu beitragen. Aber wenn du sagst, ja, aber die anderen sollen dazu was beitragen, ja, dann bist du faul. Dann sagst du, naja, aber die anderen. Nee, lass die anderen mal das machen, was die anderen machen sollen. Jetzt geht es mal gerade um dich und dass du an dir arbeitest. Und dass du guckst, dass du die Menschen auch in dein Leben ziehst, die ebenfalls gute Werte haben, die es auch gibt, en masse, die du finden kannst, die auch Single sind, die es gibt, en masse, und die du auch finden kannst. Und wenn ich sage, an dir arbeiten, dann meine ich nicht, dass du nicht gut genug bist und an dir arbeiten musst, sondern du bist genauso, wie du bist, jetzt schon gut genug. Aber was wäre das für eine langweilige Reise, wenn wir sagen, ja, ich werde mich trotzdem nie verändern. Also das ist arrogant, zu sagen, nicht nur bin ich gut genug, ich bin exakt so, wie ich bin, perfekt. Also komm schon, wir sind alle gut genug. Wir haben alle das Mindestmaß haben wir alle erreicht. Wir sind alle gut genug. Aber wir können alle an uns arbeiten. Der Unterschied ist, hast du jetzt den Anspruch zu sagen, ich bin überhaupt nicht gut genug und ich muss so sehr an mir arbeiten, ich muss endlich dieses perfekte Level erreichen, was du halt nie erreichen wirst. Das ist ungesund. So. Wenn du denkst, du bist nicht gut genug und du musst so lange an dir arbeiten, bis du irgendwann gut genug bist, das ist ungesund. Aber wenn du sagst, hey, ich bin jetzt schon gut genug, aber ich habe halt Lust, noch mehr zu wachsen und ich will mehr lernen, und ich will mich noch verbessern, weil da und da könnte ich besser werden. Dann ist das eine lebenslange Reise. Und auch am letzten Tag deines Lebens wirst du nicht perfekt sein. Das ist, darum sagen wir ja immer wieder, und wir sind ja nicht die Ersten, die das sagen, wir haben ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, der Weg ist das Ziel. Fokussiere dich auf die Reise, auf den Prozess, nicht auf das Ergebnis. Immer wieder dasselbe, auch für die Männer, die gerade im Coaching sind. Ne? Kurze Erinnerung.
wenn es jetzt gerade nicht klappt, wenn du einer Frau ein Kompliment gegeben hast und sie hat das nicht annehmen können und sie hat dir nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die du dir gewünscht hast, dann denk dran, du hast das gar nicht getan, um ein Ergebnis zu bekommen, um von ihr eine tolle Reaktion zu bekommen, um von ihr ein Strahlen zu bekommen, um von ihr ihre Nummer zu bekommen oder was auch immer, was du dir da vorstellst. Das war nicht das Ziel, das war noch nie das Ziel. Das Ziel ist, dass du diese Reise so schön gestaltest wie nur möglich. Und ein schönes Kompliment hier, ein schöner Kommentar da, der erschafft eine bessere Welt um dich herum. Die Reise wird wunderschön. Und diese Art des Lebens, der Mann, der so lebt, so unabhängig und wertschätzend lebt, der wird dann von anderen mehr und mehr wahrgenommen. Und Frauen werden sich dann unterhalten und sagen, wer ist eigentlich dieser Kerl, der ist so unabhängig, der ist immer so freundlich, so gütig, so wertschätzend, der flirtet, der hat keine Angst, aber der braucht auch nichts, offensichtlich, so der klammert nicht, der ist überhaupt nicht bedürftig. Und dann kommt auch die Frau in dein Leben. Aber das ist kein, ich werfe jetzt ein Euro in diese Spielautomaten und dann kommt unten Geld raus. So funktioniert das nicht. Es ist vielmehr so, dass du in den Aktienmarkt investierst. Immer wieder. So jeden Monat tust du ein bisschen Geld in den Aktienmarkt. Und du lässt es da liegen und du achtest gar nicht drauf. Du vertraust auf den Zinseszinseffekt. Das ist Vertrauen auf den Prozess. Und du weißt, mal geht der Aktienmarkt nach unten, mal geht er nach oben. Alles gut, über die Jahre. S&P bleibt bei ungefähr 10% PA. Alles klar, das weißt du einfach. Und deswegen vertraust du darauf, dass dieser Prozess im Gange ist und du kannst immer weiter Geld reintun. Und genauso ist es dann auch mit der Güte für andere Menschen, dass du mal ein Kompliment hier verteilst, dass du mal flirtest, dass du völlig unabhängig mit einer Frau so umgehst, wie als wäre sie ein Kumpel. Aber nicht, um in der Friendzone zu sein oder sie in die Friendzone zu stecken, sondern weil du eben nichts brauchst von ihr. Und dann sind wir wieder beim Punkt Flirten. Also ich flirte auch mit meinen Kumpels. Das hört sich vielleicht komisch an für manche, weil sie sagen, wie, du flirtest mit deinen Kumpels. Aber klar, ich meine es halt nicht so, weil ich unabhängig bin. Ich sage dann nicht, hey, na, oh, süßer. So, dann meine ich nicht, wow, er ist wirklich süß. Mann, mein Herz flattert. Ich würde so gerne ihn küssen. Das ist nicht, was ich denke. Aber was ich denke, ist halt, hey, na, Schnucki. Und es ist einfach, ich bringe Leichtigkeit mit ins Spiel. Ne? Oder die Jokes, ne? wenn er dann, keine Ahnung, dann hat irgendein Kumpel irgendwelche kurzen Shorts an und du sagst so, oh la la, so, das, dann denkst du ja nicht wirklich, meine Güte, boah, ich würde schon gerne an seinen Hintern gerade ran. Das, also wenn du das denkst, alles cool, darfst du auch denken, aber der Punkt ist, das sollte nicht bei Frauen oder Männern der erste Gedanke sein, den du hast. Der erste Gedanke sollte sein, hey, komm, lass einfach nur Spaß haben. Leichtigkeit. Ich meine das nicht immer alles so ernst. Es muss auch nicht alles so ernst sein. Wenn ich flirte, wenn ich lache, wenn ich Späßle mache, wenn ich dir sage, hey, die Artemis-Mission nächstes Jahr, willst du mit auf den Mond? Dann meine ich nicht, willst du wirklich dich bewerben zum Astronauten? Willst du diese Arbeit machen? Wirst du wirklich zur NASA gehen? Das meine ich doch nicht, offensichtlich nicht. Ja, ein bisschen Quatsch machen ist doch diese Leichtigkeit, die wir uns alle mehr erlauben dürfen. Und mehr ist Flirten nicht. Wenn du in diese Leichtigkeit dann noch spielerisches Interesse reinpackst, das ist Flirten. Ja, das ist emotionaler Wert. So, und das kann man lernen. Nicht nur kann man lernen, wie man das bringt, sondern man kann es auch lernen, wie, wenn jemand anders mit dir flirtet, wie du darauf reagierst. Wie du also aus einem Flirt einen weiteren Flirt aufbaust und daraus dann eine Wirblase erschaffst, wo ihr beide in einem magischen Land seid, wo ihr über niemand anderen mehr nachdenken könnt und sie sich an dich erinnern wird und sie dich wiedersehen will. Das kann man lernen. Das ist einfach, das ist die Jahrhundregel. Da baust du eine Wirblase auf, hast eine verrückte Fantasie. So, das sind Flirtelemente, die kann man dir beibringen. Die lernen bei uns die Männer in der Flirt Masterclass, die lernen auch die Männer bei uns bei den Flirt-Spezialisten. Ja. Und hey, Stichwort Unabhängigkeit. Also, Flirt-Spezialisten kosten weniger als einen Kaffee am Tag. www.interessewecken.de. Also das kann sich wirklich jeder leisten. Wenn du irgendwie gedacht hast, Mann, ich würde so gerne mal Coaching machen bei den Jungs,
aber ich kann es mir nicht leisten. Ich hab jetzt noch nicht irgendwie das große Geld. Ich will der Letzte sein, der zwischen dir und deinem Liebesglück steht. Aus dem Grund haben wir die Flirtspezialisten ins Leben gerufen. Also bitte, www.interessewecken.de und schau dich mal um. So, schau dir mal die Erfolgsstories dort an. Das kostet um die 40 Euro im Monat. Also wenn du einen monatlichen Beitrag leistest, dann sind es 47. Wenn du den Jahresbeitrag holst, dann hast du eine Vergünstigung, dann ist umgerechnet nur 39,90 im Monat. Also da kann sich doch wirklich keiner beschweren. Das ist genauso wie ins Fitnessstudio gehen. Wenn du natürlich sagst, hey, das ist geil, aber ich will es jetzt richtig ernst angehen und ich will diese intensive Einzelbetreuung haben, diese sehr persönliche Einzelbetreuung, wo ich auch weiß, dass die Resultate klar fixiert werden, dass wir sagen, hey, das und das möchte ich gerne erreichen. Wie schaffe ich das in 3 Monaten, Andi? Dann arbeiten wir zusammen in der Flirt Masterclass. Ja, das ist dann sehr gezielt. Dann arbeiten wir sehr gezielt daran. Klar, dann weißt du, wo du uns findest. www.flirtanalyse.de. So, da kriegst du deine kostenlose Flirttyp- und Charisma-Analyse und dann schauen wir uns erstmal deinen Flirttyp an, schauen uns ganz genau an, welches Charisma-Potenzial du hast, welches Potenzial du auch in der Vergangenheit hinter dir gelassen hast, also wie sagt man, auf dem Weg liegen gelassen hast, sprich nicht genutzt hast für dich. Und damit sind wir bei deiner Selbstbestimmung, weil das kannst du nutzen. Du kannst dein Charisma nutzen. Du hast schon Charisma da und du kannst es auch für dich nutzen. Und wie du das machst, das erklären wir dir sehr gerne. Den Leitfaden, den gibt es in der kostenlosen Flirttyp- und Charisma-Analyse auf www.flirtanalyse.de. So. Haben wir irgendwas vergessen, Dominik? Ich glaube, über das Thema könnten wir noch stundenlang weitersprechen. Und also im Prinzip haben wir darüber auch schon viele Episoden aufgenommen, über das Thema nicht gut genug sein per se und Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Hör dir die anderen Folgen ebenfalls an. Und wenn du jetzt schon loslegen willst, hat es Andi dir gerade gesagt, flirtanalyse.de, lass machen, lass starten. So, wir kriegen das hin. Wir haben dich alleine schon, dein Fall, dein Problem schon in den letzten 10 Jahren 700 Mal gelöst. Dein spezifisches Problem. Und das ist halt auch so ein Ding, ne? Um das nochmal gerade kurz zu sagen. Dein Problem ist nichts Besonderes. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass du das einsiehst, weil wenn du nämlich glaubst, dass dein Problem was ganz Besonderes ist, dann ist das eine Identität und dann wollen wir das nicht loswerden, weil was passiert denn, wenn wir unsere Identität verlieren? Dann hören wir auf zu existieren. Du bist aber nicht dein Problem. Dieses Problem, was du hast, das ist aufgrund vieler Entscheidungen, die du damals getroffen hast, für die du nichts kannst, weil du dich so und so entschieden hast, weil du das so gelernt hast von anderen, die ebenfalls nichts dafür konnten, dass sie dir das so beigebracht haben. Und aber auch, weil du dich wahrscheinlich so entschieden hast, um nicht zu sterben, um zu überleben. Das ist eine Grundfunktion von Lebewesen, dass sie Entscheidungen treffen, die dafür sorgen, dass sie überleben. In erster Linie, statt zu was Größerem zu streben. Ja? So, das ist halt alles nicht deine Schuld. Aber du kannst es ändern. Es liegt in deiner Hand. Und jeder, der dir was anderes erzählt, lügt. Und selbst wenn du dir das erzählst, dann hör auf, dich anzulügen. Du kannst es ändern. Es liegt in deiner Hand. Genau. Es liegt wirklich in deiner Hand, diesen Kreislauf zu ändern. Das ist, was mir so wichtig ist. Weil irgendjemand muss halt jetzt mal anfangen. Und wer nicht, wenn du? Wenn nicht ich, wenn nicht Dominik, wenn nicht Makako, Kevin, unsere Coaches, wenn nicht du. Das liegt an uns, diesen Kreislauf aus ich bin nicht gut genug, ergo muss ich das den anderen sagen, dass sie nicht gut genug sind, bewusst oder unterbewusst, dass wir den stoppen. Dass wir sagen, hey, ich bin gut genug, es ist okay, jeder macht Fehler. Ich habe Fehler gemacht und daraus kann ich lernen und ich kann es besser machen. Ich habe echt viele Möglichkeiten. In mir steckt so viel Potenzial, das ich noch nicht benutzt habe. Und das ist die Tragödie, dass ich das gelernt habe, dass mir das beigebracht wurde, dass ich nicht handeln kann. Das müssen wir jetzt ändern. Und da vergebe ich meinen Lehrern, meinen Eltern, den anderen Menschen, die an mir genörgelt haben, die gesagt haben, ich darf das nicht und die mir das kleinreden wollten und meinen Spaß rauben wollten. Ich vergebe ihnen und ich vergebe mir selber. Und niemand, der dir das sagt, ist inhärent böse. Niemand, der dich da klein halten will, ist inhärent böse. Die wissen es selber nicht. Ey, yo, Leute, ich will nicht so klingen wie Jesus, aber Jesus hat es halt gesagt. Vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Okay, das hat jemand anderes gesagt. Das sind nicht meine Worte. Ich zitiere ihn nur hier. Vergeb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen wirklich nicht, warum sie sich selber so hassen und selber so wütend sind und dir sagen wollen, dass es nicht okay ist, mit einer Frau zu reden oder wenn du einer Frau ein Kompliment gibst, dass das total böse wäre und verkehrt wäre und dass sie sich gestört fühlt. Ich habe mit Psychologen darüber geredet, ausgebildete Doktoren. Die haben gesagt, das ist sehr gesund, was ihr da macht. Das ist sogar sehr hilfreich für die Gesellschaft und auch für andere Menschen, weil genau so verändert sich was, wenn wir der Welt zeigen, dass es auch gute Menschen gibt, die es gut meinen. So bringen wir den Ball ins Rollen. Also lass uns den Ball doch alle ein bisschen ins Rollen bringen, in die Liebe reingehen, der gütige König werden. Mehr Liebe geben, mehr Liebe schenken, mehr Verehrung schenken, mehr drauf scheißen, ob das jetzt, bin ich jetzt in der Friendzone gelandet oder was? Mann, ist mir doch alles egal. So nenn mich halt Friendzone Joe. Dann bin ich halt Friendzone Joe oder hier Blue Pill Andy oder was auch immer. Ich bin glücklich verlobt, mir geht's gut. Ja, was meinst du, wie ich das geschafft habe? 10 Jahre Beziehung, einfach so, weil ich Alpha war? Nein, weil ich ihr gezeigt habe, wie sehr ich sie verehre, was für ein wundertoller Mensch sie ist. Plus, ich war unabhängig genug, dass ich nicht geklammert habe oder bedürftig ihr hinterhergerannt bin. Und diese zwei Wahrheiten, die dürfen beide gleichzeitig koexistieren. Das ist die Freiheit, die du dir doch so hart, für diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, die Freiheit, für die du so hart gekämpft hast, dass du jetzt nicht mehr diese 15-jährige Ehe noch erlebst, die du jetzt hinter dir gelassen hast, wo du nicht du selbst warst. So, du jetzt bist du unabhängig. Ja, okay, jetzt bist du freier. Aber was bringt dir diese Freiheit, wenn du sie nur nutzt, um Nein zu allem zu sagen? Dann bist du nicht wirklich frei. Freiheit ist, wenn wir uns selber auch erlauben können, aus ganzem Herzen Ja zu einem Menschen zu sagen und uns wieder zur Liebe entscheiden dürfen. Das ist Mut. Und darin steckt die große Erfüllung, okay? Mehr lieben, weniger zweifeln. Mehr machen, vor allem. Mehr trauen. Lasst uns mal alle mehr in die Handlung kommen und weniger im Kopf theoretisieren und sagen, ja, aber Andi, das Ding ist, bei mir sieht die Sache so und so aus. Sehr gut, dankeschön, Dominik, dass du das vorhin nochmal gesagt hast. Wenn du denkst, ja, aber mein Fall ist ganz besonders. Nee, was an dir ganz besonders ist, ist, wie sehr du dir einredest, wie besonders du bist. Aber das ist auch nicht besonders, weil das reden sich halt viele ein. Das ist Theoretisieren. Das ist Verkopfen. Überdenken. Aber Nachdenken kommt von Nachdenken. Also nachher denken. Wir dürfen also zuerst handeln, ausprobieren, auf den Prozess vertrauen, auf uns vertrauen, einfach darauf vertrauen, dass es gut klappen wird. Nicht mal darauf vertrauen, dass wir ein Ergebnis bekommen. Einfach nur darauf vertrauen, dass wenn wir diesem Prozess vertrauen, dass das irgendwann in Summe netto ein schönes Ergebnis liefern wird. Compound Interest, wie beim Anlegen, legst Geld an, jeden Monat und am Ende wird dann schon ein gutes Ergebnis bei rauskommen. Dieses Vertrauen meine ich. Dieses Vertrauen auf den langfristigen Prozess. Nicht darauf vertrauen, dass jetzt gerade irgendein tolles Ergebnis kommt. Braucht es nicht. Und weil wir dem Ganzen vertrauen, kommt dann auch ein schönes Ergebnis bei raus. Und dann können wir auch stolz auf uns sein, können glücklich sein, können mehr Liebe erleben, können mehr Liebe erfahren. Und das ist doch, wofür sich das Ganze lohnt, oder? Also nachdenken, kommt von Nachdenken. Wenn es Vordenken heißen würde, dann hättest du einen Punkt. Aber so hast du keinen Punkt, mein Lieber. Hör auf, nachzudenken. Du darfst nachdenken, aber erst nachdem du gehandelt hast. Also probier dich aus, teste, spiel, hab Spaß, komm in die Leichtigkeit, vertrau dem Prozess. Und danach kannst du das Ganze mal analysieren und nachdenken, was da gut geklappt hat und nicht gut geklappt hat. So, all mein Lieber, wir glauben an dich. Hab einen schönen Januar. Ein tolles 2024 und Mann, du bist jetzt schon gut genug.